Ach, da ist er ja. Ja, guten Tag. Ah, wie dicker der Herr. Ah ja, gut. Aber passt auch fast zu meiner Rüstung, ja. Oh, doch, mit Goldverzierung geht es schon. So, wo ist denn jetzt... Oh, ja, ne, gar nicht wiederzuerkennen. Wo ist denn jetzt hier was? Warte mal, jetzt muss ich mich erstmal wieder umorientieren. Wo ist denn jetzt hier... Ach, das ist dein Haus, genau. Das ist mein Haus, ja. Dahinter ist das Lager. Ah, so sind genau. Wir hier. Okay, das heißt, das ist das... Oh, das sieht doch aus wie ein Riesen... Ach, das... Warte mal, das ist die Kirche, oder? Das ist die Kirche, ja. Ah, mit farbigem Glas. Oh, schön. Ja, schick. Kupferdach. Natürlich Kupferdach. Natürlich. Mit Ach, guck mal. Hier ist auch schon ein Villager in der Kirche hier. Mhm. Wo will der denn hin? An den Zaubertische oder was? Bitten. Wo der hin will. Zum Braustand hier vielleicht, ne? Sollen wir den mal hier. Der hat sich bestimmt an den Braustand geclaimt, aber. Geh doch mal die Treppe hoch. Hast du keinen. Doch, der muss doch. Naja, der Wegfindung und sowas, schwierig. Ja. Ja, guck mal, jetzt. Ja, da hole ich mal schnell noch das Bett. Jetzt hast du einen Kleriker. Noch das Bett. Jetzt hast du einen Priester. Mhm. Habe ich endlich jemanden, dem ich das ganze verrottete Fleisch kaufen kann. Na, Gott sei Dank. Oh. Aber Fleischskandal. Aber schicke sie. Ja, in dem Fall ist es. Bist du nicht auch im Einzelhandel tätig, Berti? War da nicht irgendwas? In dem Fall ist es wirklich Gammelfleisch, ja. Ja. Aber auch echt sehr bunt hier, ne? Alles irgendwie so ein bisschen farbig. Die Türkis, grün, kriegen. Blau, orange, gelb, pink. Ist schon bunt hier. Also der Bambus, der wächst ja auch schneller nach, als du den umhacken kannst, ne? Also das ist ja total krank, oder? Ja, ja, also, das ist. Ich habe jetzt hier so ein Bambusfeld gebaut, das ist völlig überzogen. Also weil. Ja. Bevor ich das abgeerntet habe, ist der schon wieder komplett hoch. Also ist der völliger Mumpitz. Ja, ist klar, Berti. Dann bin ich jetzt auch irgendwie bereit. Ob ich mental dafür bereit bin, gleich zu sterben, weiß ich noch. Also zumindest jetzt hier im Spiel, oh, weiß ich nicht. Eine Redstone, das ist auch cool. Ja. Gut. Also, lass uns gehen. Ja, ich habe alles dabei, hoffentlich. Pfeile. Ja, okay. Dann müssen wir dann die Ender Chests, müssen wir dann alles vorbereiten. Dann mache ich dann eine Meter. Ach so, stimmt. Brauchst du noch was aus der Ender Chest? Ja, diese Figur, wie heißt denn hier? Die ja, Nicht-Sterben-Figur. Die Nicht-Sterben-Figur ist gut. Ich nehme ja schon mal meinen Bogen und los. Oh! Ich glaube, die Nicht-Sterben-Figur brauchst du gleich, Berti. Ja. Wie war das, wenn man aus Versehen einen Villager anhittet? Ja. Ja, ja. Genau, deswegen. Ich überlege gerade, ob ich die. Ja. Nee, lieber nicht. Nee, das wird eng. Hast du den jetzt umgenietet? Nicht lang. Ah ja. Ich weiß nicht, ob das besser ist als das, was ich mache mit meinen Eisengolems, ne? Nee, den musste ich ja. Der hat mich ja angegriffen. Wo bist du jetzt hin? Eine Selbstverteidigung. So wie, ja. Eine Selbstverteidigung. Und nein, es so kommt direkt auf uns zu. So. Wenn dein eigener Hund sich angreift, musst du ihn auch einschläfern. So, wo bist du jetzt hin, Berti? Ich will noch dieses Undying-Ding holen. Ist das nicht in der Ender-Chest? Nee. Ah. Gut, dann kann ich meine also wieder abbauen. Achso, ich werde jetzt mal alles hier reinlegen, was ich nicht brauche. Also eigentlich alles. Ich bleibe da oben. Eigentlich alles außer das hier. Oh, wir werden so drauf gehen, Berti. Mhm. Wahrscheinlich. Na gut, einmal rettet mich mein Totem, aber dann ist halt vorbei. Und ich glaube, man kriegt mit dem Totem auch nur ein halbes Herz und nicht irgendwie ein ganzes. Also das heißt nicht, dass man jetzt direkt lebt oder sowas. Naja, gut. So. Komm her. Himmel. Aber das Gute ist, Ika ist ja da, der kann mir eine komplette Rüstung wieder verzaubern und machen. Der macht das ja. Der macht das ja beruflich. Der macht das ja beruflich, von daher alles gut. Das ist, glaube ich, auch sein eigener. Das ist, glaube ich, auch Ikas so Existenz, so in dem Dings, einfach für alle, alles irgendwie zu retten. So. Also erstmal die ganze. Aber nicht gewollt, glaube ich, auch so ein bisschen.
Ja. Oder zumindest so zu tun, als wäre es nicht gewollt. Ja, genau. So, muss ja schon wieder für dich machen. So, und dann ja. Hat er das eigentlich schon in der Tasche. Genau. Er macht das ja auch immer kommentarlos, ne? Du kriegst das dann einfach so zugesteckt, so. So. Ja, hab ich über. Ja, genau, hab ich über. Genau das, genau so, Mike. Fünf komplette Truhen voll, hier habe ich irgendwie überall. Wahrscheinlich hat er sich auch schon so eine Doppelkiste gemacht, wo auch schon jede Rüstung und sowas alles drin enthalten ist, weißt du, komplett schon fertig so. Jeder von uns hat bei ihm eine Kiste quasi. Genau, so. Okay, Alex hat die und die Rüstungsschemata, dann mache ich das und das drauf, okay. Falls Alex stirbt, zack, gleich einen neuen Rüstungssatz oder sowas. Ikas Ersatzteillager. Finde ich gut. Ja. So, okay. Ich spiele zumindest mal mit den Shadern im Nether. Ich guck mal, ob das gut funktioniert. Oh nein. Also in dem... Selbst meine Bienen sind ja am Laggen. Ja, wir sind jetzt raus aus der normalen Welt. Wir sind jetzt im Nether. Das heißt, wir werden nicht mit generiert. Wir sind jetzt in einem eigenen Universum. Und hier im Nether läuft es eigentlich relativ flüssig, ne? Okay. Also ich habe aber auch keine Lags gerade. Habe ich auch nicht. Also bei mir ist alles easy peasy gerade. Außer die Phantome, die gerade kommen, deswegen möchte ich jetzt gar nicht gerne schlafen. Ja, komm, hau ab. Betty, das laufen wir hier richtig? Ich hätte gedacht, hier hinter, war es nicht so? Wir müssen ja irgendwie runter in die. Sind wir nicht über die. Wir sind letztes Mal über die Netherfestung gelaufen, ne? Ja. Haben wir ja, nicht? Ja, stimmt. Wir sind aber in die Netherfestung rausgekommen. Ja, ja. Wir sind dann. Wir okay. Müssen dann nochmal runter uns runtergraben, genau. Na dann, hier lang. Wo bist du? Also laufen wir über die Netherfestung zu unserem alten Weg. Okay. Das ist, glaube ich, das dann Einfachste, ne? Ja. Hier runter. Ja, ja, ja. Ich möchte da gerne mal einen Antrag stellen gerade. Auf was? Schlafi, Schlafi. Ach so. Ey, das ist so dunkel hier. Juhu. Ich muss nochmal die Helligkeit vom Shader erhöhen. Warte mal. 50% habe ich. Ja, habe ich auch, aber das ist mir zu dunkel. Ach, Quinsel ist auch da. Okay. Ja, ja. Die Helligkeit hier. Ist kräftig was los, ja. Mach mal 90%. Ach, mach mal 100. Komm. Ich glaube, derzeit, wenn wir Vollbesetzung wären, wären es, glaube ich, 8 Leute, ne? Mit Tulsa, Max noch dazu. Jetzt sind 6 gerade auf dem Server. Klim. Klim, stimmt, 9 dann. Wow. Krass. Puschelohr. 10, stimmt. Puschelohr, ja. 10. Lange nicht gesehen übrigens, den muss ich mal per WhatsApp anschreiben, der hat wieder irgendwie was. Ulsa? Hab ich schon. Haben wir schon? Ja, es sind 10 dann tatsächlich, ja. Und ich meine, wir müssen irgendwo hier wieder runter, Berti. Ich glaube da. Ja, hier hinten. Und dann kommen wir wieder auf den Weg, wo wir dann, ne, also das ist dann... Wow, das ist aber hier, schlecht gebaut. Das hast, wissen, wer den Weg gebaut hat. Das hast du gemacht, Betty. Du hast auch außenrum gebaut und nicht in dem Turm. Ja. Wow. Was war das denn? Was hast du dir dabei denn gedacht? Berti. Berti, meinst du nicht, dass wir hier durch müssen? Sind wir nicht von unten? Oder nee, bin ich nicht von ganz unten sind wir nicht gekommen. Wir sind ja von der Höhe gekommen, ne? Ja, okay. Ja, ja, ja. Los geht's. Ich hab's noch so grob im Gedächtnis. Okay. Gedächtnis. Ich habe jetzt leider keine, also ich müsste mal so einen blauen Pilz haben, damit wir im Zweifel... Ich habe was Goldenes an, ne? Sehr gut. Man mag mich. Genau, da geht's rein, Betty. Da geht's rein. Ich find's immer noch zu dunkel. Wie viel Prozent hast du jetzt? 100. Ah, Keck. Schönen guten Abend, Keck. Hallo, Keck. Uns geht's super, danke. Und dir? Also noch geht's uns super. Ja, noch geht's uns super. Mal gucken, wie es dann in einer halben Stunde aussieht. Nein, alles gut. Wie geht's dir, Kek? Also ich find's gerade sehr atmosphärisch, muss ich sagen. Du dunkel findest nicht, weil ich glaube, wenn wir dann über das Lavafeld kommen, Berti, wird's dann auch anstrengend. Meinst du? Müssen wir jetzt hier lang? Ja, ne? Was hier runter? Nee. Nee, wir müssen, glaube ich, eine ganze Ecke geradeaus. Na, na.
Ach, wir sind jetzt hier. Ah ja, richtig. Warte mal, jetzt heißt, wir sind jetzt in dem Teil. Hier hoch müssen wir. Guck mal hier. Es ist auch ein bisschen von Nachteil, dass wirklich sehr viele Sachen hier leuchten. Da fallen die Fackeln gar nicht so sehr auf. Ja, das ist das. Na, oh Gott, das war ja hier auch. Also wer sich den Weg hier ausgedacht hat, Berti, ne? Sind ja zwei ganz besondere gewesen, die Ich diesen würde Weg mich auch echt vorbereitet haben. sicherer fühlen, hätten wir jetzt schon die Ein richtiger Tarifrüstung. Spezialspezialist. Wer hat das denn hier gebaut, hier? Okay, Berti, dann lass uns, weil das, die Lava ist halt sehr, sehr hell, ne? Wenn ich jetzt halt noch die Helligkeit hochdrehe, dann bin ich ja hart geblendet. Hier liegt auch noch der ganze Schutt hier. Sammelst du alles auf? Kannst du mir geben? Was denn da? Oh, man ruft schon wieder nach mir. So, ich glaube, wir müssen jetzt hier einfach geradeaus durch und dann irgendwann mal längs abbiegen. Wir sind dann irgendwie durch 1000 Biome gegangen. Warte mal, hier ist ein Loch. Vorsicht. Nicht, dass wir irgendwie hier runterfallen. Ich mach ihn mal. So. Naja. Ach Mensch, jetzt kommt das. Oh Gott, ist jetzt hier ein Gas irgendwo? Das wird natürlich nicht so wit. Oh Gott. Warte mal, ich gucke erstmal, ob hier ein Gas irgendwo ist, weil sonst. Guck mal du. Doof. Okay, sieht gut aus. So, und jetzt sind wir hier weitergegangen? Ne, wir sind nämlich. Hier ist nämlich Feierabend, Berti. Das ist nämlich jetzt das. Feierabend. Runter. Ja, und dann? Und dann hier unten weiter, hier lang. Sind Ah! diese Insel hier rüber, weißt Ach ja, du? Hier richtig. No, no, no. Dann hier wieder runter. No. Nummer. Nundo. Ach, wir gehen jetzt den alten Weg, ne? Über die andere Ja. Seite. Ich weiß gar nicht mehr, wie wir damals. Wisst bloß nicht mehr, wo wir wieder hoch sind. Hier. Ach ja, über den Baum, glaube ich. Naja, das sieht gar nicht so richtig aus. Na gut. Hier unten ist auch eine Fackel. Oh, wow. Unten, ne? Ja. Da, wo du jetzt gerade runtergefallen bist, Betty. Genau, ne, ich bin gesprungen, ich bin nicht gefallen. Das ist eine Fehlinformation, die du da erhalten Untergesprungen. hast. Fake Ich News. bin gesprungen. Immer diese Fake News Fake hier. News, genau. Betty, das ist echt kein guter Weg dahin, ne? Aber es ist gut, wir werden schon mal trainiert und vorbereitet darauf, dass wir gleich. Ich wollte ja eigentlich auch den anderen Weg gehen, wo wir zurückgekommen Der wäre sind. ja auch viel besser gewesen. Ja. Geil, jetzt stehen da zwei Piglins oben drauf, ne? Ja, macht da nichts. Und so ein Also schon Schwein. durch. Nee, das Schwein ist Was? Ein jetzt. Schwein? Ja, das ist Nee, Mist. dann müssen wir. Das Schwein muss weg. Ja, warte mal, Die der Sch. Sau muss weg. Mal gucken, was da jetzt passiert wird. Lass uns diese Situation mal beobachten. Also Ja, irgendeiner ich fällt sowieso gleich in beobachte. die Lava von den ganzen Mobs da hinten. Aber Genau. wenn wir jetzt das Schwein angreifen. Treffen wir eh so einen Pass Piglin. auf, folgendes, Berti. Ich glaube, wenn ich da jetzt. Oh Gott, das Schwein ist schneller als ich, ne? Das Schwein ist, glaube ich, jetzt weg, oder? Das ist, glaube ich, despawned, oder? Die ist nicht mehr. Ich habe nur Angst vor Oder diesem. steht für längs. Dann siehst du es natürlich nicht. Ich habe halt auch keinen Zoom mehr mit C, ne? Warum stehen denn da jetzt Piglins drauf? Ah, guck mal, die despawnen War sehr kein Zoom schön. mit C bei mir. Aber das kann. Weil. Was ist, wenn der mich jetzt hier wegschubst? Du schubst den weg. Hab Vertrauen. Oh. Vertrauen ist gut. Alles durchgekommen? Aber der Bambus hat jetzt nicht so einen geilen Brennwert, ne? Ja, aber das ist ja die Masse, die es macht. Und ja, und Schwein? Bambus hast du ja fast unendlich. Mein Boot wurde gerade auf See von einem Blitz weggefetzt. Was? Gewitter? Hab ich auch noch nicht erlebt. Hast du keine Elytra-Gegenverdiener? Oh, hier. Bein. Hier ist eine. Warum ist Hier dein ist so Boot ein. Hier ist so unterwegs? ein Pilz, Berdi. So ein blauer. Okay, gut. Okay. Geklärt. Weißt du, wo wir hin müssen? Muss ich mich orientieren. Hier irgendwo hin. Hier sind Fackeln. Au. Oh. Was? Ja, wir gehen in den Fackeln, meinte ich. Ich glaube, wir sind in den Na Fackeln. klar, die Fackeln.
Fackeln im Sturm. Mhm, die Fackeln im Sturm. Nee, Fackeln im Leder. So, Kek geht's auch soweit ganz okay. Es ist ein bisschen kompliziert, sagte er. Es ist kompliziert. Der Schäder ist nicht gut. Der glänzt da. Der Boden glänzt. Dann mach den doch aus. Wär. Alex, was hast du mit dem Schäder? Den gleichen. Optifine? Nee. Oh, hier gewittert. So. Ich hab Complimentary. Es steht bei Minecraft mit Freunden. Da kannst du alles durchlesen. Einfach auf die Seite, den Link klicken, Installer runterladen. Dann wird dann installiert wie Optifine. Hier geht's durch, Betty. Nee, ja, nee, geht's nicht weiter. Gewitter, bitte schlafen. Betty! Naja, bin doch da. Ich glaub, du hast Angst alleine. Ja, natürlich. Ach, guck mal hier. Guck mal, jetzt ist ja noch ein Netherrack. Warum? Hallo, wer fehlt denn noch? Ich, hallo. Ach, ich muss jetzt mal was machen. Warum das so dunkel ist? Lock doch kurz auf. Weil ich natürlich keine Fackel in der Hand habe. Das war aber nicht vom Spiel gewollt. Dafür hab ich noch ein Bett. Wir müssen hier hoch, glaube ich. Ich glaube, der Weg zu dieser Bastion war auch weiter, ne, den wir jetzt gehen. Naja, die war ja ganz am Ende. Hallo, Schwein. Hallo. Hallo. Ich weiß nicht. Da hinten. Komm mal her, ich habe den Weg gefunden, Betty. Ja. Siehst du mich? Ja. So, jetzt kommt die Brücke. Oh, jetzt kommen erstmal Brücken, wo wir grundsätzlich... sterben könnten. Ja. Über sieben Brücken musst du gehen. Das sind hier ein paar mehr. Vor allem kommt da noch einmal eine richtig unangenehm lange Brücke, Betty. Ja. Zur Bastion hin. Ja. Ich weiß auch gar nicht, was wir hier tun, Betty. Also wenn wir nicht mindestens dieses Rüstungs-Netherite-Upgrade bekommen aus der Festung. Meinst du, hat sich's nie gelohnt? Hat sich's auch nicht gelohnt, ne. Ich gehe eigentlich wirklich nur für zwei Sachen dahin. Wegen den beiden Schmiedevorlagen. Einmal wegen dem Netherite-Upgrade und dann gibt's ja noch eine eigene Bastions-Schmiedevorlage. Ich glaube, die nennt sich Schnauzen-Schmiedevorlage oder sowas. Was also, ich doch immer. Was? Auch so ein gemeinsames Erlebnis. Das habe ich, also gemeinsame Minecraft-Sterbeerlebnisse habe ich mit Berti schon sehr viele gesammelt. Mhm. Aber meistens ist Berti. Die Pros of Die. Aber meistens ist Berti immer gestorben. Ich habe immer überlebt, deswegen gehe ich eigentlich gerne mit Beat. Deswegen bin ich ja so gerne mit Berti unterwegs. Weil ich dein Kondensator bin, rennen! Wieso? Oh! Ja, okay. Wieso? Ist unser Weg jetzt kaputt? Alter, weiß ich nicht, ich glaube ja. Okay, cool. Muss man beim nächsten Mal drauf achten. Warte mal. Okay. Lauf, Forest! Okay. Das müsste man aber fast da sein. Kann nicht mehr lange dauern. Kommen wir nicht jetzt in diese andere Bastion? Ne, wir sind jetzt ganz anders. Nee, wie sind wir denn jetzt? Hier ist Shroomlights noch, cool. Und Netherwarzenblock. Ne, wir sind hier noch eine ganze Ecke geradeaus. Boah, es sind hier viele Gas gerade unterwegs. Okay. Auf jeden Fall sammle ich hier noch ordentlich Netherblöcke ein hier. Mhm. So, jetzt kommt erstmal ein Soul Sand Biom, zumindest vom Licht her. Also ich sammle jetzt ordentlich Netherrack ein hier. Das ist cool. Mein ganzes Inventar ist gleich damit voll. Und Gold. Guck mal, ich stehe auf wieder eine Fackel, Betty. Na, guck mal an. Ist doch alles entspannt hier. Die ganze Zeit. Die Schweine hier vor allem. Was sind wir denn hier lang gelaufen? Also dieser Weg, ne? Kommt mir auch nicht bekannt vor. Aber gut. Wir sind ja irgendwie hier lang gegangen. Ah ja. Eine Fackel. Ja, du hast ja hier Fackeln auch gestellt. Aber jetzt sehe ich keine mehr. Gehen wir hier vor. Aber ich glaube auch, dass es eher in die deine Richtung geht, ja, ja. Hätte ich jetzt auch gedacht. Nö. Ah, nee, warte mal, dann. Nee.
Dann nicht. Ja, da ist eine Fackel, ich sehe eine. Wo? Hier, guck. Hier, hier. Ah ja, ich sehe auch eine. Ach Mensch, wir sind ja auch schon, glaube ich, bald... Oh Gott, gehasst vor uns, fertig, Vorsicht. Naja. Hast du einen Bogen? Mhm. Berat? Hier hoch. Warte mal, der Gas kommt. Naja, dann. Na? Alex, kommst du? Ja, kommst. Ja, so langsam. Ja. Versuche dem Gas zu auszuweichen hier. Hab ihn. Na wunderbar. Na wunderbar. Wunderbar. Ich glaube, wir müssen hier hoch, Berti, oder? Wunderbärle. Na Berti. Wunderbar, so. Wunderbar. Ja, was machen die da? Da fliegt. Oh ja, die Schilder sieht schon krass aus hier, weil. Ist halt schon sehr, sehr rot alles. So, jetzt kommt die Todesbrücke, Berti, ne? Ist dir bewusst. Ja, da geh mal vor. Oh Gott. Wenn hier jetzt irgendwo so ein das Schwein... Das war doch die mit Abbiegung, ne? Ja, ja, das ist die Brücke, die, die nochmal so eine Abbiegung hat, genau. Geil. Ey, Berti, das ist so dumm, was wir machen. Los, komm, Augen zu und durch und renne. Ja, gut. Oh. Noch was. Oh. Also wenn hier irgendwo ein Schwein spawnt, sind wir jetzt im Eimer. Ja, renne, 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 renne. Wobei, im Moment, also jetzt würde mich zumindest noch der Boden aufhalten jetzt. Gas! Okay, Berti, jetzt sind wir einmal. Weiter, los, los! Nicht stehen bleiben! Nee! Alter! Ich laufe. Ich kann nur rennen. Ich kann jetzt nur noch rennen. Egal. Wir sind da. Oh Gott. Oha! Oha! Ich versuch den mal abzu... Oh, zwei! Ja, klar! Wenn auch richtig, ne? Bin safe. Oh, Alter. Was für ein Arschloch. Sind halt auch zwei Gas gewesen, ne? Nur mal so als... Da ist noch einer. Der ist weit weg, oder? Ja. Gut. Weit weg. Okay. Okay, cool. Das war ja gar nicht ganz unentspannt eigentlich, der Weg hierhin, oder? Hier geht's weiter? Nee. Nee, nee, wir sind da, Betty. Wir sind bei der Bastion. Ist das das? Ja? Ja, ja, das ist die. Ah ja, okay. So, nochmal, das ist diese, das ist die Schatzkammer-Bastion. Da ist in der unten, also das sind zwei Blöcke. Ich glaube, das ist der Schatzkammer-Block hier und das andere ist der Wohnblock. In dem anderen Wohnblock sind die meisten Kisten, aber unten ist der Magma-Spawner, also Magma-Schleim-Spawner. Ja. Da ist ganz viel Gold und da ist auch eine Schatztruhe. Aber da sind überall Picklin-Bloots. Wir werden also richtig auf die Mütze bekommen. Also das, was da gestern... Was ich mit Koji gestern Abend noch erlebt habe, übrigens für alle, die das nicht gesehen haben, die es bei YouTube sehen, da sind viele von diesen Axttypen, die richtig viel Schaden machen. Okay. Ich gehe jetzt mal ein bisschen näher und guck mir mal das von der Nähe an, okay? Kommen wir hier denn so rüber oder müssen wir uns nochmal rüberbauen? Das wäre jetzt die nächste Frage. Nee, ich glaube, wir kommen so hin, oder? Ja. Sieht eigentlich gut aus. Oh. Ja, ganz links lang. Ja, das geht. Ganz links. So, also. So, an welcher Stelle wollen wir reingehen? Wir gehen erstmal oben aufs Dach und gucken erstmal, was da los ist. Wir werden ja wahrscheinlich eh relativ schnell von den... Du von hast Bauplöcke dabei? Du hast vor uns die ganze Zeit gesammelt? Ja, ja, ich habe ganz viel gesammelt. Ich werde auch mal ein paar Bauplöcke rausschmeißen, glaube ich. Ja, gib mir mal ein paar. Ach, das ist auch gut, ja, dass du dich auch mit ausbauen kannst, ne? Das wäre schon praktisch, so. Gut. Ich hab halt den ganzen... Warte mal, ich werde noch mal ein paar Sachen loswerden hier, die ich nicht brauche. Geil, man kann die Dinger hier auch noch nicht mehr setzen, ne? Toll. Achso, die Ender Chest werde ich jetzt hier mal aufstellen, Berti. Wenn du also noch was loswerden möchtest, was du jetzt nicht brauchst. Was, wo du jetzt sagst, das möchte ich nicht verlieren, das brauche ich jetzt einfach auch gar nicht. Dann wäre jetzt der Zeitpunkt, das jetzt abzulegen. Mhm. Gut. Ach, du hast dich schon rübergebaut. Okay. Also Bogen im Anschlag. Und immer bereit für die Flucht. Da sehe ich hinten schon ist der erste, die erste Pigment Brute. Ich glaube, die Decke hier oben ist auch eigentlich... Da hinten, das habe ich gar nicht gesehen. Geschlossen. Okay.
Ja, das ist der Häuserblock da hinten. Okay. Da hinten ist auch schon der erste Axtkämpfer. Hier, wo wir draufstehen? Die Schatzkammer, die ist allerdings dann von unten. Also die sieht man dann gleich. Okay. Die kann man dann. Die ist relativ ja, hohl. Da war der erste, okay. Da hinten sind die Piglin Bloods. Da, den können wir schon mal von weit weg wenn du den triffst. Genau, da kommst du nie rein. Lass uns mal gucken, dass wir von hier oben irgendwie einen guten Stand haben. Mhm. Da ist auch schon ein Axtkämpfer da oben. Da ist einer. Der ist da rechts, siehst du den? Ja, ja. In dem ganzen Gebäudeteil sind sehr, sehr viele Kisten und sehr, sehr viele Piglin Bloods. Ich sehe schon ganz viele da rumrennen, ne? So, ich hitte die jetzt alle schon mal an. Also ich sehe zumindest schon mal drei. Ich stehe hier zu. Mhm. So, einer ist down. Ne, nicht den! No, jetzt hast du alle aggressiv gemacht, na gut. Dann ist jetzt auch egal, wie wir was Goldenes anhaben. Dann hätte ich jetzt auch meinen richtigen Helm anziehen können. So, rechts ist noch eine Piglin Brute, die müssen noch weg. Ja. Ja, gut. So, sehr schön. Ich sag dir eins, Betty, ne? Wenn wir in einer Kiste diese beiden Schmiedevorlagen finden, werde ich diese Bastion nicht weiter durchsuchen. Ich gucke erstmal. Okay, ja, aber lass vorsichtig halten, weil noch kann hier von oben überall was kommen, ne? Ich würde lieber von oben anfangen. Lass uns lieber von oben anfangen, damit dann, wenn okay, dann, nur von einer Richtung weg was kommen kann. Ich bin auch eher dafür, dass wir uns hier an der Außenseite hochbauen und dann von oben reingehen. Ich bin kein Freund davon. Okay, dann hoffe ich, dass du dich hier ein bisschen entspannen kannst bei unserem Abenteuer hier. So. So. Also ich wäre oben. Ja, jetzt kommen wir hoch. Ich bin auch oben. So. Von hier oben können wir eigentlich dann alle Kisten, also wir gehen immer weiter runter und dann können wir eigentlich jegliche Kisten looten. Und dann können die zumindest immer nur von einer Richtung kommen, weißt du? Die Piglin Brutes. Nämlich immer nur von unten und nicht von beiden Seiten, weil das ist immer unangenehm. Okay, dann rein da. Ganz, ganz entspannt. Hier rein? Ja, ja, du kannst. Hier unten ist ein Schwein. Ja, ist richtig. Da macht aber nichts, oder? Nee. Okay. Dann guck mal, dass du hier den Rückweg nicht verbaust, weil hier ist die Treppe schon wieder so halb kaputt, siehst du das? Dass wir uns da nochmal einen Block hinbauen. Ja, genau. Ja. Dass wir uns den Rückweg nicht verbauen, weißt du? Ja. Müssen wir jetzt hier außen lang? Wenn es da außen lang geht? Sieht so aus, ne? Ja, ja, ja. Hier ist die erste Kiste. Ja, okay. Alex, komm. Oh ja. Magma-Schleimbälle, goldener Apfel. Ja, haut das raus. Ich. Kette. Ich kümmere mich darum, Obsidian, falls wir Besuch bekommen. Okay. Du Eisen, guckst. Eisenblock. Noch so eine Banner-Vorlage. Auflage. Hier hab ich nochmal 52 Pfeile. Das ist gut. Also mit meinen zusammen jetzt. Ja, ist okay. Gut. Die ist leer. Okay, pass auf. Dann. Hier ist Ende. Es geht jetzt noch, glaube ich, in die Richtung weiter. Wir können noch mal hochgehen auf die andere Seite. Fehlt mit dem. Geh noch mal, komm noch mal mit, Betty. Wir können, glaube ich, noch mal hoch auf die andere Seite. Hier ist noch ein zweiter Ausgang. Hier geht es noch mal runter. Okay. Hier müssen wir aber noch mal gucken wegen Schweine. Ich höre nämlich hier Schweine auf jeden Fall. Ja, ja. Hinter uns ist auf jeden Fall ein Gast. Hier ist ganz viele Schweine. Ja, Vorsicht! Mal hier unten. Piglin Brutes, dann töte die mit Pfeilen, wenn die nicht tot hochkommen. Ja. Achso, sogar einer mit Axt.
Okay, das war cool, dass sie da getrappt waren. Gut für uns. Das war eine Schweinerei. Deswegen wahrscheinlich alle hier in das Loch reingefallen. Ja, deswegen sage ich ja immer. Was essen? Immer von oben gucken. Siehst du das, dass das andere die Schatzkammer ist, ne? Ein Schwein mit was auf dem Huhn reitet, ja, Babyschwein. Geil. Vorsicht jetzt. Siehst du da unten die Brücke? Da müssen wir am Ende nochmal rüberlaufen. Hier ist eine Kiste. Ja. Zwei Kisten. Genau. Shrine Obsidian, Gold, goldene Karotten, Axt. Fäden und eine Goldaxt mit Boosterkeit. Keine Schmiedevorlage, ne? Keine Schmiedevorlage, ne. Hier geht's auch nochmal runter? Genau, jetzt müssen wir hier weiter runter gehen. Hier geht's weiter runter, Bette, jetzt. Und jetzt immer, jetzt vorsichtig, weil jetzt könnte auch mal Picklin-Boots kommen. Und wenn du was auf, guck mal, auf der Brücke ist zum Beispiel einer da hinten. Lass uns mal von hier oben die auf der Brücke versuchen wegzukillen. Da ist nämlich hinten ein Picklin-Boot. Siehst du die? Ja. Hast du den schon mal? Ach Gott. Komm wieder zurück. Ja, genau. Aho. Was weg ist, ist halt weg. Sehr schön. Das war mindestens Picklin-Boot. Ich würde jetzt mal weiter runter gehen. Ja. Hier ist Schluss. Ach nee, hier geht's weiter. Okay. Sind wir auf der Brücke jetzt? Nee, noch nee. Geht noch weiter runter. Ich glaube, es müssten auch noch mal Kisten kommen. Ich bin mir nicht sicher, aber es müssten eigentlich noch mal Kisten kommen. Hier geht's auch weiter in die Festung rein. Das ist gut, weil da sind auch noch mal Kisten, theoretisch. Ja, hier ist die Brücke, okay. Betty? Ja. Wir gehen erstmal hier runter. Wir klären erstmal die Seite hier. Hinten geht's auch runter, ne? Oder? Ne, da geht's nicht runter. Gut. Okay. Dann gehen wir hier mal so, weiter. So, Vorsicht. Ich gehe links rum. Vorsicht, Betty, ne? Ah ja. Hör ich da was? Hier könnten auch nochmal Kisten und Brutes sein. Höre, glaube ich, was. Oder? Ne, jetzt bist du. Oh Gott. Ja. Ah, hier ist Lava nur, okay. Also hier ist nichts, glaube ich. Warte mal, lass uns mal gucken, dass wir die Lava hier. Können wir die einschließen hier? Warte mal, von oben aber. Warte. Ich mach mal. Ja? Ja, ich hüpf mal hier mit hoch. Achtung, so. Ja, perfekt. Sollte. Weil ich muss uns. Wir müssen uns ja nicht anzünden lassen hier von denen. Ja. Jetzt hier nochmal, Achtung. Perfekt. Okay. Okay, gut. Weiter geht's. Oben wieder in der Hand. Schwert ist, glaube ich, jetzt hier angebracht, da Werti. Ja. Bei mir ist soweit alles okay. Hier ist ein riesen Lavasee. Und das war's. Ich bin. Okay, dann sind wir ganz unten jetzt. Pass auf. Da ist nichts mehr gewesen. Okay, perfekt. Hier ist noch was bei mir, aber ich glaube, das ist. Ich gehe nochmal auf die andere Seite. Ja. Gut, wenn hier nichts mehr ist, müssen wir als nächstes dann über die Brücke gehen. Ne, hier ist auch nichts mehr. Okay, dann sind wir durch. Dann ab in die Schatzkammer. Da ist noch unten eine Doppelkiste dann bei dem Magma Spawner. Keine Ahnung. Ne, wir hoch müssen wieder hoch, werde hier. Ach hier. Alles trotz. Ich mag nicht so gerne von oben, also ich mag es gerne die Bastion runterzulaufen und nicht hoch. Wo war jetzt die Brücke? Ja, wir können ja auch uns von oben reingraben bei der Schatzkammer. Hier war die Brücke, ne? Ja. Das ist halt einfach eine Decke, ne? Also eigentlich ist das schon gut hier zu sein. Ja. Ja. Wir müssen nur halt vorsichtig sein. Gehast links von uns. Warte mal, Betty. Ja. Guter Mann. Ja. So, warte. Vorsicht, das könnten jetzt überall. Das nehme ich mal mit. Vielleicht mal die Goldblöcke klauen hier. Vorsicht, die können jetzt. Schweinchen kommen, die aggressiv sind, ne? Ja, was soll ich machen? Ich muss ja um die Ecke gucken. Ja. Ich höre auch was. Grunzen. Ja, gut. Ich weiß bloß nicht, ob von rechts oder von links. Ich glaube von links. Alter. Was? Pass auf, wir machen das anders. Wir gehen von oben, Berti. Das ist eigentlich eine ganz gute Idee, die du hattest. Wir graben uns hier hoch. Von hier können wir uns hochgraben. Auf die Decke. Einfach so ein Stick nach oben, ja. Ja. Okay.
Oh, ich hab doch hier was vergessen. Okay, aber das Problem ist, dann sind wir zwar oben. Aber ich weiß nicht, wir müssen uns dann hier trotzdem durchgraben. Pass auf, der ist aggressiv, glaube ich, auf einer von uns. Weil du den Goldblock abgebaut hast. Du hast auch nichts mehr Goldenes an, ne? Du hast das schon umgezogen, Berti, das ist cool. Ich hab eine Hose an, in Gold. Ah, okay. Gut. Ich hab Gold an. Alles gut. So. Aber so ganz sinnig, weiß ich nicht, ob das hier so sinnig war, jetzt uns hier hochzugraben. Na gut. Ja, gedacht, das ist gar nicht so doof. Jetzt sind wir nämlich oben, oberhalb der Brücke, Berti, das ist gut. Komm mal mit. Ja, ich bin da. Ja, hier sind aber normale Schweine vor allem. Jetzt hast du die Lampe kaputt gemacht. Berti! Wir müssen hier nicht die Einrichtung zerdeppern von denen. Ach. Okay, ich bin drin. Brauch Sicht. Ich bin da. Aha. Wir sind jetzt auf der obersten Ebene. Und jetzt sehen wir da unten die Schatzkammer. Da sind noch ganz viele Kisten. Siehst du, wie tief das noch ist hier, Betty? Ja, ich sehe. Wir gehen jetzt Ebene für Ebene immer runter. Einmal um die Ebene rum und dann... Und hier kann nichts kommen, okay. Ich gehe rechts rum, links rum und dann wird einfach geguckt, dass wir es irgendwie hinbüsteln. Und guck mal, ob du noch Brutes irgendwie entdeckst, die wir vielleicht von fern abschießen können. Ich guck mal... Erstmal mit dem Bogen. Lass mal gucken, dass wir eine gute Stelle finden, wo wir einfach... Alter, ist das tief! Ja, verdammt. Also ich sehe welche mit Armbrust. Aber die sind alle weit weg. Ich sehe da hinten noch eine Kiste auf den unteren Ebenen da hinten. Auf der anderen Seite sehe ich noch Kisten. Ja, die sehe ich auch. Und ganz unten ist natürlich die eine krasse Hauptkiste. Ist das nur für eine Riesenfestung? Aber hier geht's runter. Ja, ja. Und da hinten geht's wieder hoch. Dann lass es laufen kommen. Also oben sieht es ja erstmal safe aus. Solange oben nichts ist, ist alles gut. Wir gehen erstmal die einzelnen Ebenen ab, würde ich sagen, und gucken, dass wir bloß nichts übersehen. Übrigens nochmal ein kleiner Fakt. Überall, wo diese polierten Dinger sind, mit den Schnauzengesichtern, da ist Gold und da ist ein Goldblock dahinter. Theoretisch. Den man auch looten kann. Also hier ist erstmal safe, Berti. Ich sehe jetzt hier erstmal nichts. Wir haben noch einen ganz schön weiten Weg nach unten, ne? Was sag ich dir? Mhm. Gut, bei mir geht es jetzt auch nicht mehr weiter. Also hier kann ich nicht mehr da durch. Da müssen wir runter. Dann lass uns die nächste Ebene machen. Okay. Ja. Gut, dann gehe ich jetzt hier runter. Okay, ich mal ab. Ich bin unten, aber hier ist noch so eine Halbebene. War hier nicht irgendwo die Kiste auf der Seite? Oh, Berti, erschreck mich nicht. Nein! Ich bin eine Ebene zu tief gefallen. Ja, aber ich glaube, das ist ganz gut, weil hier geht es eigentlich auch nicht wirklich weiter. Wobei ich bin, oder auch hier geht es schon weiter. Ich höre so ein komisches Schnaufen. Ja, das ist von den normalen Piglins. Die Dings. Da hinten ist einer mit Schwert. Ja, hier ist eine Lücke. Vorsicht, Berti, nicht noch tiefer fallen. Also du kannst noch nicht tiefer fallen. Das ist, ja. Also da unten ist auf jeden Fall noch eine Piglin Brute, das sehe ich von hier. Auf der anderen Seite mindestens noch zwei. Oh, auf der anderen zwei. Seite, gerade über. Zwei. Gerade über, auf der anderen Seite sehe ich noch. Die sind auf meiner Ebene. Es wäre jetzt dumm von mir, die anzuhitten. Ja, pass auf, ich gehe... Wäre gut, wenn du die nehmen könntest. Ja, ich gehe eine Ebene nach oben. Oder ich mach den Durchgang zu. Oh, ich bin auch unter... Oh, ich bin auch wieder durchgefallen, Alter. Warum sind denn hier Löcher? Die haben aber nicht gut gewartet hier. Nee, die Festung ist in einem keinen guten Zustand. Aber die nächste Ebene ist der... Ist die Kiste. Oh, da ist auch noch eine Piglin Brute. Ich sehe noch mindestens vier oder sowas da hinten. Jetzt drei und einer ist rechts unter dir auch noch. Auf der rechten Seite, Berti. Habe ich auch noch eine gesehen. Okay. Ach, du bist in dem Kontrollraum. Du hast doch den besten Schussraum da unten, wo du jetzt bist, Berti. Ja, die gehen immer wieder zurück zu der Wand. Also rechte Seite ist auf jeden Fall auch noch einer. Habe ich einen gesehen. Prost!
Vielen, vielen Dank, Norman. Danke. Danke, Norman. Oh, jetzt ist er runtergefallen. Ja, das ist gut. Einer brennt. Bei Twitch, ne? Ja. Wird mal ein neuer Name angezeigt? Irgendwas mit chinesischen Schriftzeichen, ja. Ist japanisch. Oder japanisch, in dem Fall. Aber um deine Frage zu beantworten, ja. Gut aus, ne? Was ist denn das? Was steht denn da? Da steht mein Name, nochmal, Knormann. Unterstrich. So. Ich habe nur auf mein Twitch auf Chinesisch umgestellt. Okay, dein ganzes Twitch? Ja, nur, das ist ein Trick. Du änderst den Namen auf Chinesisch, also du machst Twitch auf Chinesisch umstellen, dann den Anzeigenamen auf Chinesisch auch noch, übersetzt mit Google Übersetzer. Ja. Und dann machst du wieder auf Deutsch danach. Ich glaube, da hinten, wo der steht, ist auch noch eine Kiste, Berti, ne? Soll ich mal zu dir runterkommen? Auf deine Ebene, wo du bist? Weil hier oben ist, glaube ich, nichts. Warte einfach, bis der wieder kommt und bis ich stehen bleibe. Ich frage, Knormann, ob das so gewollt ist von Twitch, dass man das so macht. Boah, das wird nicht so ein Müll. Wie bitte? Wo ist halt hier der Troll, ey? Ach, Quatsch. Doch. Ich will mal fragen jetzt, mich interessiert. Okay. Ist hier nicht irgendwo eine Kiste gewesen? Hast du noch einen gesehen? Auf der rechten Seite, unter, also und einer Ebene tiefer müsste da noch einer sein. Da hinten läuft er. Da hinten, siehst du, der läuft da hinten rum. Ah ja, ich sehe ihn. Du bist besser am Ziehen als ich jetzt. Oh, da hat so ein Glück. Ja, aber warten einfach mal, da dreht er seine Runde. Jetzt ist er stehen geblieben. Kopfschuss! Das ist sein Ende. Ich glaube, ich kaufe mal etwas Gesundes von McDonalds. Jawoll. Okay. Das ist die hier auch schon mal weg. Lass uns mal auf der Ebene bleiben, Berti. Nee, lass uns mal auf der Ebene bleiben. Ich will noch mal gucken, ob wir hier noch was anderes finden. Ich grab mich hier noch mal durch. Mach mal. Ich will noch mal wissen, ob da auf der anderen Seite noch mal vielleicht eine Kiste ist. Okay. Schon auch gefährlich hier, ne? Für Schweine. Oh, bitte. Oh, ich komme hier nicht hoch. Ach, hier war unsere Brücke. Ah, hier ist die Brücke jetzt wieder, Berti. Ah, okay. Okay, verstehe. Wir sind auf der Brückenebene. Okay, die Kiste ist tatsächlich noch eine Reihe tiefer, aber wir haben zumindest mal die Sicht, ob auf der anderen Seite noch mal irgendwelche Pick and Boots sind. Das ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Da unten sind noch zwei, siehst du da? Ist noch. Ja, genau da, wo die Kiste ist. Feuer. Ich bin auch schlecht im Ziel, ne? Ja. Jawohl. Hit. Soll ich dir ein bisschen Aiming-Nachhilfe geben? Hm. Gut, da ist noch einer. Einer ist noch. Ja, da werden noch ein paar sein. Also, da sind noch mehr. Ich hab da unten noch einen gesehen. Ja. Weg. Tief unten ist noch einer, Berti. Ja, ist auch noch einer. Aber lass uns jetzt erstmal in die nächste Ebene gehen. Auf die Kistenebene jetzt, ne? Ja. Oh, Berti. Ist das nicht schon die Ebene jetzt hier? Nee, eigentlich. Ach nee, das ist noch die vorherige. Ja, okay. Eigentlich nicht. Können wir nochmal durchgehen? Wir können noch mal ich glaube, der Ringsumweg ist eh dann auf der anderen Seite, ne? Alter, das ist krass. Ah, die bockt, ne? Da hatte ich halt so. Oh Gott, da unten sind noch einige Pickel. Alter. Pickeln erschreckt mich doch nicht so. Ja, jetzt bin ich wieder hier an dem Kontrollrahmen, wo du gesagt hast, du bist am Kontrollrahmen. Ja, dann gehen wir von da rosa. Von da rosa? Von da runter, nicht rosa. Was rosa gesagt? Du hast aber rosa gesagt. Rosa, ja, wir gehen von da aus rosa. Gut. Okay, Verdi. Dann jetzt Kiste. Kiste. Oh, Schweine. Vorsicht, wenn die werden die anderen werden auch aggressiv, wenn wir es da an die Kiste aufmachen. Ne? Ja, oh, hier ist Lava. Hinten noch was? Was denn? Ich weiß bloß nicht, ob das so ein Hacker ist. Wo denn? Ja, jetzt ist einer. Ah! Komm hier hoch. Ja, wie? Wo ist denn der? Ich seh den nicht. Hinter mir. Der ist nicht da. Hey? Dann schieß den ab. Okay, da war noch einer. Da drüben. Siehst du den mit dem Beil? Ne, ich bin auf der anderen Seite von der Kiste. Der ist wahrscheinlich unter mir.
Nee, da ist. Da, bleib oben. Komm jetzt nicht runter. Ich sehe den nicht. Dann musst du, wenn du den siehst, schießen ab. Ja. Wenn ich ihn sehe. Ich falle ihm einfach in den Rücken gleich. Da ist er. Sehen. So kennen wir dich. Ja. Oh, der ist runtergefallen. Nächste Ebene. Oh, der ist unten jetzt. Kann da hochkommen. So, ich hab ihn getroffen. Okay. Nochmal getroffen, weg. Wo ist die Kiste? Hier bei mir. Hier. Na, du hast dann. Oh, Magma-Creme, ah. Apfel, Pfeile, nur Mist. Mann. Und eine Goldharnisch. Und eine Goldaxt. Aber den goldenen Apfel nehme ich mal mit. Gut, also nächste Ebene. Oh, ey, das ist aber auch. Also, wenn diese Schmiedevorrichtung nicht in dieser beschissenen Kiste da unten in dem Schatzkammer-Ding ist, dann kriege ich die Krise, ne? Spring jetzt, ja? Nee! Lass das. Nee? Ich dachte, wir gucken uns auf der Ebene nochmal um, ob da nicht noch andere Kisten sind. Okay. Weil hier laufen nämlich noch einige Pickens rum. Aber hier sind auch einige Löcher. Ich würde hier mal zumindest mal. Ich baue den mal wie die Festung wieder auf. Vielleicht finden die das gut. Ja, ich bin mir nicht sicher. Da unten ist noch ein Piglin. Root Axe-Typ. Aua. Du bist mir voll im Fall ein Pfeil gerannt. Betty, wo bist du? Ich bin auf der anderen Seite. Ja, aber ich sehe da noch eine Piglin Brute direkt unter uns. Guck mal. Ach, da drüben. Da habe ich einen getötet und unten ist auch noch einer. Die XP-Perlen liegen. Nee. Ja, doch, den deshalb. Und bei Magma Slime ist auch unten einer. Siehst du das? Zwei sind da unten bei der Schatzkammer noch. Die. Sehe ich nicht. Einer ist da jetzt hochgerannt. Der ist da. Das viele, ey. Ja. Einer ist da, nee, einer. Das sind normale Schweine. Einer ist auf jeden Fall links, nach unten. Links unten? Auf der Seite, wo wir gerade waren, ist noch einer. Und unten bei der Stadt da. Die XP-Perlen liegen auf der Seite, ne? Mhm. Ah, oh, da muss da hinten drin irgendwo sein. Ich sehe ihn nämlich nicht. Ah, Mist. Ich hab nicht getroffen. Und unten in der Schatzkammer, da wo die Goldblöcke sind, ist auch noch einer auf jeden Fall. Ja, ich hab ihn. Der ist down. Okay. Da wo ich der, aber ja genau, also müsste jetzt safe sein, ich gucke aber trotzdem mal rum hier. Oder war jetzt hier nichts mehr auf der Ebene? Ich bin jetzt schon ringsrum. Okay, dann können wir eine wieder runtergehen. Ja. Dann müssen wir wieder eine Ebene runter. Aber ich weiß nicht wo. Auf jeden Fall, egal wo wir ins gehen, wir fallen tiefer. Wir könnten höchstens hier auf diese Halbbalustrade hier raufrennen. Wisst was? Ich grab uns mal hier runter. Auf der anderen Seite? Ja, okay. Dann machen wir das. Ja, da muss ich hier zwar immer springen, obwohl das kann ich noch zumachen. Wo bist denn du, Betty? Da. Siehst du mich nicht mehr? Doch, doch, ich sehe dich. Ich komme mal zu dir. Du so. Machst das sehr gut, Betty. Da ist noch eine Piglin Brute, direkt unten bei der Schatzkammer. Ja, sehe ich. Aber ich habe jetzt keine Sicht auf den. Hab getroffen. Ah, hab nochmal getroffen, ist tot. Da rechts ist der Spawner, der Magma Slime. Was so komisch huppt. Das ist egal. Dann runter. Ach, das ist ein Babyschwein, deswegen. Dann runter. Hupp. Bitteschön. Sind hier irgendwelche Kisten? Ja, ich glaube auf der anderen Seite. Drüben. Müsste was sein. Da wo die Pilperlen liegen müsste. Nö. Das ist die Empore. Hier geht's runter. Alter. Ich höre halt die ganze Zeit diese großen Schweine. Über uns sind auf jeden Fall noch Schweine. Also hier habe ich jetzt erstmal. Nichts weiter gesehen, wir müssen wieder eins runter. Über die Brücke hier noch? Nee, ich weiß nicht. Ist die noch intakt? Ja, die ist noch einigermaßen intakt, würde ich fast sagen. So, dann vorwärts. Neuen U-Rum. Da ist Pick the Boot! Zurück! Renne! Guck! Biele. Abschuss! Da ist er!
Ah, Bessie! Ja, komm! Ja, ich. Hast du? Ja, es sind bloß alle. Du hast runtergeschippt, oder? Es sind bloß alle Piglins auf mich sauer. Ach du Heimatland. Helf mir, Betty! Helf mir! Ja, was soll ich machen? Ja, helfen! Ja, hier! Warte. Ah! Ich bin gleich tot, Betty. Mehr? Nein! Gut. La! Die zwei hier musst du wegmachen. Die anderen hab ich aufgehalten. Alter. Okay, ich kann mich wieder heilen, Betty. Das war sehr gut. Ja, heil dich in Ruhe. Ich guck. Alles gut. Ich pass auf dich auf. Ich bin wieder safe. Ja, die Brute war das Problem, ne? Ich hab die runtergeschubst. Ja. Keine Ahnung, wie die in Lava gefallen ist. Die ist runtergefallen, aber ich glaube nie in die Lava. Okay, das. Sind die immer noch aggressiv auf mich jetzt? Ich würde sagen, ja. Ich sehe aber keinen mehr, komischerweise. Die sind oben, oberhalb. Die sind oben drüber. Okay. Aber erstmal abwarten. Ich weiß nicht, ob der hier. Nee, der ist nicht aggressiv, komischerweise. Das entspannt sich nach der Zeit wieder. Ja, die sind auch nicht so schlimm, aber die Kleinen waren gerade richtig mies, ne? Ja. Bist du wieder hochgeheilt? Ja. Gut, dann würde ich sagen. Du kannst jetzt vorgehen, Berti. Ich gehe vor. Du bist nicht das Problem. Ja. So. Jetzt sind wir wieder hier. Da drüben ist der Axtträger. Ja, den können wir abschießen. Ja, mache ich gerade. Das ist aber nicht der andere ist runtergefallen, ne? Der ist Stockwerk weg. Tiefer. Da unten ist auch noch einer. Oh, jetzt läuft er los. Oh. Ärgerlich. Ach, drei noch. Da unten ist auch noch einer, ne? Ja. Ach du Scheiße, sind das viele. Okay, aber noch sind die aggressiv auf mich, die Dinger, aber ich hätte diesmal nicht. Können wir noch nie weitergehen. Ich weiß nicht, ob die irgendwann die Aggro verlieren. Das dauert eine ganze Weile. Die müssen halt despawnen erst, ne? Ja. Der ist weg. Da ist aber auch noch müsste noch einer sein. Da kommt nicht so richtig raus da. Also einer habe ich glaube ich tatsächlich getroffen. Einer habe ich glaube ich tatsächlich in die Lava geschickt. Ah, willst du nicht. Ich könnte woanders nochmal versuchen. Ich bleib erstmal hier, weil ich relativ safe bin hier an der Stelle. Ja, gut. Bleib da. Wir müssen auch hier wieder rauskommen. Ich würde jetzt mal hier runter gehen. Warte mal, Betty, das machen wir, wenn dann zusammen. Nee, ist zu spät. Nee, ich will doch den hier wegmachen. Die sind nicht mehr aggressiv für mich, glaube ich. Nee, ich such doch den Axttypen. Da fehlt noch einer. Ja, der ist da unten. Da ist er. 10. Ah. Ja, getroffen habe ich ihn. Sind die so aggressiv auf mich oder aber, nicht? Ja, da steht er. Ja, weg. Und der ist auch weg. Okay. Ich komme mal runter auf die Brücke, Betty. Ja. Ich glaube, die sind noch aggressiv auf mich. Okay. Aber wenn das nur so normale Piglins sind, ist nicht schlimm. Ich würde sagen. Also ich würde jetzt hier runtergehen, Berti, aber das genau da ist Lava. Nee, komm hier hoch und jetzt baue ich uns hier mal runter. Okay. Gut, dann mach das. Hier. Ist nochmal eine Ebene. Hier hinten sind Schweine. Aber wie ich sehe, normale Schweine. Guck mal, ob die aggressiv sind, aber ich glaube nicht. Klar, also nicht. Ich gehe mal ringsrum. Hier kann man halt auch tief fallen. Jetzt kommst du wieder auf die Brücke. Ist ja auf der anderen Seite, glaube ich, noch eine Piglin Brute, wenn ich das richtig also sehe. Es hört sich so an, als wenn die noch aggressiv wären, ja? Naja, aber nur immer der eine.
Ich glaube, da hinten ist noch eine Piglin Brute da hinten, Bertie. Und wir müssen noch eine Ebene tiefer, wenn wir den Magma sehen wollen. Ich würde sagen, bin jetzt eh mal rum, also hier auf der Ebene ist nichts mehr. Gut, dann können wir noch mal einmal runter. Am besten auf der Seite, wo wir dann auch. Da hinten ist noch. Schön, wir sind einmal rum, ne? Da, von, da hinten unten, wenn wir hier runter gehen, Bertie, da kommen wir auf jeden Fall auf die Ebene. Hier runter? Ja, ja. Aber ich würde nicht. Ich setze den Block, Achtung. Bin unten. Was siehst du? Schwein. Ich sehe keinen Axtträger mehr. Die laufen alle hoch und sind nicht aggressiv für mich. Das ist cool. Das ist gut. Ich geh mal hier weiter. Oh Gott. Ja, wir müssen links rum, Betty. Dann kommen wir auf die. Auf die Ebene. Auf die Schatzebene. Ich weiß nicht, ob hier noch einer ist. Ja, wenn der jetzt in der Kiste ist, am Ende nichts und dann war das ganz viel Tolles, was wir gemacht haben. Hat dann nichts gebracht. Okay, Betty. Ich bin auf der Insel. Oh Gott, hier ging's runter. Zumindest gleich. Ich mach jetzt mal. Oh Gott, hier sind so viele Magma-Slimes. Ich bin in der Mitte, Berti. Ja. Und werde hier von Magma-Slimes angegriffen. Ja. Oh, die Netherit-Aufwertung ist da drin, Betty. Das siehste. Ja, aber. Sehr schön. Ja, die Magma-Slimes sind weg. Wir müssen mal erstmal Magma-Slimes klatschen hier. Ja, die Glänen noch weg hier. Okay. Da ist auch noch mehr drin. Weinender Obsidian, goldbesetzter Stein, Netheritplatten, Diamantschwert mit Schwungkraft 3. Gott. Also hier kannst du Magma, hier kannst du Frösche hinbringen. Hier ist ja. Hier hast du Froglights. Ja. Danke, Ikarion. Danke. Als wird das hier nicht, als wird das hier nicht schon den ganzen Tag laufen. Schwungkraft 3 und ein Diamantbeinschutz mit Haltbarkeit 1. Da ist auch eine Kiste, Bertie, rechts von uns. Okay, ich geh mal hin. Ja, genau, da ist noch eine Kiste, ja. Was ist das? Ja, Goldrüstung, Obsidian, wieder so ein Schnauzending. Ich komm mal zu dir, Betty. Oh, golddurchzogener Stein. Okay. Jetzt habe ich sie, glaube ich, alle aggressiv gemacht. Die Kiste hat sie nicht interessiert, aber das schon. Okay. Okay. Okay, Betty. Ah! Okay. Ja, weil, wir den, weil ich den Stein abgemacht habe. Okay. Hast du? Ja, ja, ich habe sie. Ist gut. Gut. Alles klar. Dann hast du die Goldblöcke, musst du doch mitnehmen. Ja, die nehme ich mit, die durchzogenen Blöcke. Ich nehme es auf dem Rückzug noch ein paar jetzt, mit. Ach, hier. Hier bist du lang gekommen. Wir gehen jetzt wieder über die Brücke raus hinten, Bertie.